1982 anerkannt. Das erste Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas wurde 2012 in Berlin als Denkmal eingeweiht. Wow, krass. Nein, das wusste ich nicht. Das ist echt ziemlich spät. In einer repräsentativen Studie aus dem Jahr 2016 gaben 57,8% der Befragten an, dass sie ein Problem damit hätten, wenn sich Sinti und Roma in ihrer Gegend aufhielten. Ja, 57,8% kann ich mir eigentlich tatsächlich ziemlich gut vorstellen. Irgendwie. Ich kann nur sagen, ich hätte damit jetzt auf jeden Fall kein Problem, aber ja. In der Erhebung Bevölkerungseinstellung gegenüber Sinti und Roma von 2014 wurde festgestellt, dass jeder dritte Befragte nicht neben Angehörigen der Minderheit der Sinti und Roma wohnen möchte. Das muss ich erstmal verstehen. So, wir wollen nicht neben Sinti und Roma wohnen. Warum? Das kann ich nicht verstehen. Weil nach meinen Erfahrungen sehr viele in der Bevölkerung ablehnen, mit Sinti und Roma zusammen zu leben. Und ich weiß es hier aus Göttingen, da gibt es eben ja auch Abschiebungen und eine große Gegenbewegung. Ne? Und ja, ich finde es eigentlich äußerst problematisch, dass so eine Ablehnung sich so entwickeln konnte, auch noch in der heutigen Zeit und in der heutigen Gesellschaft. Also laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International leben 10 bis 12 Millionen Roma in der Europäischen Union in ständiger Angst, ausgewiesen, von der Polizei belästigt oder Opfer von rassistischen Angriffen zu werden. Ja, das ist so. Und das passt ja auch gar nicht zur Zielsetzung der Europäischen Union. Und es gibt ja auch ganz viele Programme. Ich arbeite im internationalen Austausch, die genau also diesen Fokus haben, das ins Bewusstsein zu rücken, dass das mit den Menschenrechten, mit der Menschenrechtshaltung und der Europäischen Union eigentlich nichts zu tun haben kann. Und deswegen gibt es ja auch ein paar Programme, die versuchen, da dagegen zu wirken.